Ho, 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 liebe Spielende, hier ist wieder Garion Metatron mit dem Dezember-News zu The Elder Scrolls Online. Und was habt ihr bis jetzt verpasst? Ja, es ist zu spät. Ihr kriegt diesen kleinen Schneebären, Eisbären leider nicht mehr. Der ist seit dem 13. Dezember wieder aus dem Shop raus. Und damit fangen wir die News also mit dem an, was schon old ist. Nämlich der Eisbärjunge und der Reiteisbär. Okay, es heißt Schneebär im Spiel. Also die beiden Sachen könnt ihr leider nicht mehr spielen, aber nun zu denen, die dann noch so kommen werden. Und zwar, im Moment haben wir ein schulterfreies Abendkleid im Spiel. Das steht mir ziemlich gut. Man sieht sogar meine Tätowierung auf der Brust mal. Das sieht man sonst sehr selten. Aber nicht die komplette. Die zeige ich euch nicht. Auf jeden Fall, das könnt ihr euch im Moment holen. Bis zum 17. oder seit dem 17. Wie lange, weiß ich nicht. Ich glaube, unbegrenzt. Dann die Seidenrobe des Gipfelherren. Die ist auch jetzt neu im Spiel. Und dann haben wir noch andere. Wir gehen jetzt wieder zu den Kostümen. Hier die ganzen anderen Sachen brauchen wir uns nicht anzuschauen. Hier, die kennt ihr ja alle schon. Das ist alles so Standard, was im Moment im Spiel drin ist. Diese seelenberaubten Rüstungen sind jetzt auch schon längere Zeit im Spiel. Diese kaiserliche Kampfmagier auch, sehen auch relativ cool aus. Aber jetzt gucken wir zu denen, die gerade neu sind. Und zwar bei kulturelle Kleidung. Die beiden hatten wir gerade schon. Und dann müsst ihr bei kulturelle Kleidung weiter runter, noch weiter runter. Die Winterkinder sind mit Orsinium dazugekommen. Und dann haben wir jetzt hier die Tunika Ewigkeit mit Hosen. Die ist also auch jetzt neu im Shop. Die könnt ihr euch jetzt auch holen. Und dann hier noch die geschnürte Reitkleidung. Ja, steht nicht wirklich einem Mann, aber gut. Vielleicht möchte sie ja mal der ein oder andere zum CSD anziehen oder so. Hier in Köln würde das dann vielleicht ja doch passen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Winterkindkleidung. Die kennt auch vielleicht noch nicht jeder. Die ist auch im Spiel. Das ist ein komplettes Set und kostet 700 Kronen. Okay, damit jetzt genug zur Kleidung, die aktuell zu bekommen ist. Es wird auch noch demnächst Kleidung kommen, die noch nicht im Spiel ist. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz hier in die Ordinatoren, dass ihr die nochmal gesehen habt. Den Rest kennt ihr schon, Adelskleid und die Verwandlung kennt ihr auch schon. Genau, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und dann nochmal ganz kurz die Reittiere. Die Senschelöwin, die ist ja jetzt schon relativ lang hier im Shop. Und die sieht immer noch sehr cool aus, muss man ja sagen. 1800 Kronen ist natürlich kein Pappenstiel. Ich habe noch 200. Naja, bald werde ich wieder ein Abo machen. Dann ist aber erstmal Imperial City dran. Das hatte ich nämlich nur per Abo gespielt und nicht gekauft. So, das Kleid ist also zurzeit im Spiel. Das Kleid hier ist auch zurzeit im Spiel. Diese Tunika ist zurzeit im Spiel. Und diese Tunika ist zurzeit im Spiel. Ab dem 23. Dezember kommen jetzt noch einmal dieses Pad und dieses Kleid. Ja, das sieht schon richtig schick aus, so richtig für Weihnachten. Und diese Tunika. Also nochmal drei neue Sachen plus den Panther. Den gab es zwar schon mal, aber nicht für die Konsole. Also können auch die Consoleros jetzt was kaufen. Und ihn hier. Also einige schicke Sachen, die jetzt noch kommen. Im Moment läuft auch noch das 1 Million US-Dollar Gewinnspiel Million Reasons to Play von ESO. Dafür müsst ihr ein Teilnehmerformular ausfüllen auf der ESO-Seite und dann bis zum 10.2016 mal ins Spiel einloggen. Diesen Link, den packe ich euch unten in die Kommentare, unten in die Beschreibung, also könnt ihr dann drauf gehen. So, nun gucken wir uns mal an. ESO Live vom 20.11. Dort wurde die Diebesgilde als nächstes DLC angekündigt. Im Quartal 1 2016 mit einer neuen Prüfung, einem neuen Gebiet und einer neuen Storyline. Und ich bin hier unterwegs, oder wir sehen hier gerade Abbas Landing. Das war gerade nochmal kurz was anderes. Abbas Landing ist wohl unter der Alikir-Wüste.
Aligre-Wüste und im Hammerfell-Gebiet, das wurde schon mal angekündigt. Ob es jetzt wirklich die Diebesgilde dort ist, weiß man nicht, aber es ja, lässt eigentlich durch die Charts, die man sieht, darauf schließen. Ja, und das war's auch schon mit den Dezember-News. Ich bin gespannt, wann die Diebesgilde auf dem PTS kommt. Dort werde ich sie dann auch spielen und natürlich euch auch eine Vorschau dazu bauen auf YouTube. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Dezember, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2016. Bye, bye.